So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen weiteren Infovideo. Ist jetzt nicht diesmal, kann ich schon hier oben sehen, hier an dem Wagen hier oder an dem Schriftzug hier. Es dreht sich natürlich diesmal um Porsche. Das kam ja gestern am Mittwoch, dem 12. April ins Spiel. Ich glaube um 20 Uhr eigentlich. Also sollte es ins Spiel kommen. Ich habe es auch gekauft mittlerweile. Habe es auch direkt gekauft, dachte mir so, Porsche, geil, muss ich kaufen. Weil Porsche ist halt meine Lieblingsmarke, vor allem dieser Wagen hier. Der neue GT3 RS, der ist auch immer drin, deswegen, das ist ziemlich, ziemlich geil. Nee, aber Porsche gibt es leider gerade aktuell einige Problemchen. Denn viele Xbox-Spieler, ich glaube, am PC geht es eigentlich, viele Xbox-Spieler können das Pack zwar kaufen, aber die Wagen können sie im Spiel nicht benutzen. Also, wenn sie auf ein Auto gehen, ist ein also, wenn es ein Fuhrpark hinzugefügt werden soll, dann erscheint bei der meisten so ein Marktplatzfehler. So ein Fehler halt. Das auch schon nicht die ganze Nacht über. Bei mir zumindest auch bis Mitternacht hat es nicht mehr funktioniert, deswegen bin ich ins Bett gegangen. Jetzt vorhin auch wieder aufgestanden. Ja, ich weiß, es ist 10:41, ich hätte früh aufstehen können, aber gut, das ist eine andere Sache. Muss eh noch gleich los. Aber deswegen, Porsche geht aktuell noch nicht. Aber ich denke mal, es wird im Laufe des heutigen Tages gehen. Also ich weiß, ich kann es natürlich nicht sagen, ich habe heute die Xbox noch nicht gestartet, aber ich denke mal, Porsche sollte heute noch am 13., also Donnerstag noch gehen. Und wenn es gehen sollte, werde ich es heute auch noch aufnehmen, das CarPack Review. Das ist klar. Und ich weiß auch nicht, ob es denn morgen kommen soll, um 17 Uhr oder einfach schon, wenn es fertig ist. Weil, jetzt mal als Beispiel. Ich bin vielleicht um halb eins wieder zu Hause. Das ist ein bisschen. Um eins wieder zu Hause. Nehme ich vielleicht so halb zwei auf. Dann ist das Video vielleicht, wenn ich Glück habe, noch vor Mitternacht online. Ich würde es auch dann vielleicht auch schon um die Uhrzeit freigeben. Weil ich denke mal, warum denn nicht? Dann wäre ich morgen 17 Uhr schon relativ spät. Also geht aber natürlich auch gehen, kein Plan. Dann würde aber die Let's Play-Folge für Freitag wegfallen. Die Folge 104, glaube ich. Warte mal, ich guck mal. Geht da schnell. Ja, Folge 104 wäre das dann. Habe ich noch nicht hochgeladen. Nee, aber deswegen, Porsche ist gerade nicht so geil. Hier gibt ein paar Problemchen mit. Deswegen wird auch das heute das Review nicht kommen, logischerweise. Ich werde es heute auch vor 17 Uhr aufnehmen können, aber nicht hochladen können. Weil bei meinem Internet, das funktioniert einfach nicht. Achso, also in diesem Pack sind übrigens 7 Porsche drin. Das war ja der 911 GT3 RS, der neue. Der Porsche Cayman GT4. Dann der Panamera Turbo, richtig geil. Der 911 Carrera S von 73. Der 911 GT2 von 1995. Der 55 A Spider von 55. Und der 718 R60 von 1960. Und es sind zwar nur 7 Porsche, aber es werden noch mehr in Ford reinkommen, denn es gibt auch für April, war das ja auch im Beitrag, ich glaube schon, und zwar gibt es noch für April Forza Trans wieder mal. Und da kann man auch Porsches gewinnen, genau, man sieht es hier. Zum Beispiel dieses Wochenende unter anderem den 911 GT3 RS 4.0, dann nächstes Wochenende den 959, dann übernächstes den 911 Turbo 3.3 und ein Taxi wird noch im April, der 18., das ist nächste Woche Dienstag, okay, der 918 Spider und halt Moa immer. Also wird es schon mal mindestens in Horizon 3 7 Porsches geben, finde ich geil. Aber ich wollte noch mal kurz Bescheid sagen, deswegen heute kein KPG-Video, heute nur das normale Drag Race. Das ist vielleicht irgendwann heute in der Nacht oder morgen, wenn es geht. Wenn es aber nicht auf dem Kampf, wenn es wieder nicht geht, dann sage ich euch aber Bescheid. Mache ich vielleicht noch ein Info-Video von, muss ich mal gucken. Und vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns hoffentlich in einem anderen Video wieder. Weil dann Spaß auf meinem Kanal. Und dann würde ich sagen, ich bin raus und ciao.